Servus meine Friends, ich bin's, euer Brandy. Willkommen zurück. In der letzten Folge sind wir aus Versehen, habe ich aus Versehen weitergemacht, aber wir müssen eigentlich schon wieder los. Ach, sind wir quasi jetzt diesmal gezwungen, einen Kampf zu machen. Wir haben jetzt gerade gelevelt, sind jetzt alle Level 10. Und ich war gerade stehen geblieben bei Kommentorio, was macht ein Let's Player aus? Ich denke mal, aus persönlicher Sicht, es ist der Content in jedem Fall. Also der Content ist extrem wichtig. Die Art, wie man kommentiert, ist extrem wichtig. Soweit waren wir auch. Wo ich denke, dass wichtig ist, ist die Stimme. Also wenn mir eine Stimme nicht gefällt und sie, weiß ich nicht, das ist schon negativ. Wenn mir dann das Spiel dazu nicht gefällt, das ist dann natürlich abturnend. Des Weiteren, weiß ich nicht, ist nicht so, fühlt sich nicht so toll an, muss ich sagen. Und das Gesamtpaket will ich eigentlich damit sagen. Ich rede immer um den heißen Brei, habe ich gemerkt in letzter Zeit, aber was ich einfach sagen will, das Gesamtpaket muss irgendwo stimmen. Bei mir tut es leider noch nicht so ganz. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. Das liegt aber auch eher daran, dass ich kaum großes, also kaum Feedback bekomme zu meiner Arbeit, wie ich bin, was ich mache, wie es aussieht bei mir und so. Finde ich schade. So, aber nun mal wieder zurück zum Thema Final Fantasy 9. Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wald hier nicht. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt, schlimmer kann es doch nicht mehr werden, oder? Der Wald verfolgt uns. Blank, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles im Bach unter. Hey, was hat der vor? Was hat er schon wieder vor, unser Sidan? Oh, eine kleine Sequenz. Steiner mit der Prinzessin im Arm. Blank, Vivi. Und die kleinen Viecher da. Von denen wir bestimmt hunderte zerlegt haben. Und, der Wald versteinert sich. Da läuft Steiner natürlich gleich noch schneller. Dieses Mistviech hat sich Blank gegriffen. Und dieser... jetzt versteinert hier alles. Und die Karte hier quasi wird rausgeworfen. Und mit Aufkommen hat er sie gefangen im Lauf. Und jetzt passiert etwas, was ich nicht ganz begreife, was nicht ganz so normal für einen Wald ist, wie ich finde. Hechtet sich da durch, springt raus und... ja. Der Wald schließt sich und versteinert. Und mittendrin im Wald unsere Freundin Blank. Oh my goodness, fuck, das ist natürlich nicht so toll. Nein, Blank. Elender Sturkopf. Scheiße, Blank, Mann. Ey, Blank. Damn, man. Das ist natürlich nicht so pralle. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht. An allem ist nur dieser Kerl schuld. Ein Freund opfert sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich noch auf die Palme. Prinzessin. Oh man, scheiße, Steiner. Ihr habt mich gerettet? Euch selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin. Das ist die Aufgabe eben von diesem Steiner, der hier vor euch steht. Hey, meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Vivi waren es, die dich gerettet haben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Im Fall von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber diesem Kerl gegenüber steht ja sicherlich in keinerlei Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin nicht entführt, dann wären wir hier nie in diese Schlamasse hineingeraten. Sich danach als heldenhaften Retter aufzuspielen, das schlägt dem Fass ja den Boden aus. Kerl, wenn wir erstmal entschlossen sind, dann hängst du, Steiner.
Ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja, genau. Wir kamen zwar, um sie zu empfehlen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns anschloss. Prinzessin, ist das denn wahr? Es ist so, wie er sagt. Also, da du ja jetzt den Durchblick hast, sei brav und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt über den Fluch des Nebels Bescheid, oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen. Über die giftige Wirkung des Nebels. Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem verwunschenen Ort wie diesem hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt das noch lange nicht, sie wäre wieder gesund. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, oder was? Und wo bitteschön willst du durch diese die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht, noch nicht bemerkt. Und sowohl das Süden als auch das Nordentor sollen im Moment ja gesperrt sein, oder? Tja, was ist denn nun? Die Prinzessin ist noch zu schwach und kann kaum laufen und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Muss ich mich von dir etwa herumkommen, Steiner? Wessen Aufgabe ist es, Prinzessin Garnet zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe, die Aufgabe eines königlichen Ritters. Schon gut, bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima, dann sind wir ja einer Meinung. Wir müssen uns überlegen, wie wir nach oben gelangen. Ja, das könnten wir uns überlegen. Steiner steht da. Und jetzt gibt's erstmal eine kleine Gute-Nacht-Geschichte für die. Und wir werden geheilt, wenn mich nicht alles täuscht und dieses Geräusch mich gerade voll in die Irre führt. Naja. Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir dieses Riesenmonster im Wald fertig gemacht hatten, ging plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen konnten. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie herausholen. So leicht geht das aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns... Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Laut der Karte, die wir von Blank erhalten haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir ja von da aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du Angst, Garnet? Ja, hab ich. Keine Angst, ich bin ja bei dir. Spiel dich nicht so auf, sie dann... Da kommt was. Das ist ein Mogri. Einen Moment, Kupo. Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemanden lebend aus ihm herauskommen sehen. Wahnsinnig, Kupo. Ihr seid ganz schön stark, Kupo. Aber bloß nicht übermütig werden, Kupo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kupo. Bevor ihr in die große, weite Welt hinausgeht, geht zu Moogmeyer. Der weiß Bescheid, Kupo. Der weiß Bescheid. Moogmeyer, erleuchte uns. Na, mal schauen, wer der Moogmeyer uns... Wie er uns erleuchten soll. Moogmüller. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleiner. Also sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute haben wir sogar seltene Gäste. Da werde ich mich besonders ins Zeug legen. Über das Hilfefenster. Ah, ist im Menü ein Pfeil angezeigt. Drückt einfach die Select-Taste und ich bin sofort da. Danach drückst du wieder Select-Taste und ich verschwinde ganz schnell wieder. Ich habe nämlich auch soziale Verpflichtungen, natürlich. Über den Kampf. Dann erstmal die Grundsteuerung im Kampf. Okay, ihr habt sie gesehen? Ihr habt sie gesehen? Nun Erklärung zum ATB. ATB steht für Active Time Battle und lässt den Kampf in Echtzeit ablaufen.
Im normalen Modus kann dieser unter Option ein- bzw. ausgeschaltet werden. Echtzeit, alles geschieht in Echtzeit verzögert. Beim Wählen von Zaubern oder Items wird die Zeit angehalten. Unerfahrene Spieler sollten verzögert und erfahrene Spieler Echtzeit wählen. Und noch ein paar Dinge zu den Schadenspunkten. Ändert sich während deines Kampfes der HP- oder MP-Wert, werden Zahlen oder Symbole eingeblendet. Je nach ihrer Farbe haben sie auch einen anderen Effekt. Ja. Ja. Ja, okay, okay. Zu guter Letzt noch ein paar Ratschläge zur Position. Die Position beinhaltet zwei Aspekte, die Reihenfolge und die Aufstellung der Charaktere in den hinteren oder vorderen Reihen. Die Reihenfolge hat keine große Auswirkung auf das Kampfgeschehen, aber die Position in der hinteren oder vorderen Reihe umso mehr. Beim Kommandoangriff wird dem Gegner größeren Schaden zugefügt, allerdings ist auch der erlittene Schaden meist größer bei dem vorderen. Beim hinteren, beim Kommandoangriff, wird dem Gegner ein geringerer Schaden zugefügt, der erlittene Schaden bleibt dabei auch klein. Dies kann unter der Menüoption Position geändert werden. Während des Kampfes kann mit dem Kommando Wechsel der jeweilige Charakter in die hintere oder vordere Reihe verschoben werden. Beim Zauber, bei Zauberangriffen oder bei Waffen mit hoher Reichweite erteilt man aus den hinteren Reihen ebenso hohen Schaden wie aus den vorderen. Die Formation sollte also je nach Situation geändert werden. Das ist der Trick. Und, hast du das Kampfsystem so einigermaßen verstanden? Ja. Abilities sind sozusagen besondere Fähigkeiten, die in jedem Charakter schlummern. Diese Fähigkeiten sind unabdingbar, um einen Kampf erfolgreich zu bestreiten. In dieser Welt gibt es unzählige Abilities, aber sie werden im Allgemeinen in zwei Kategorien eingeteilt. Ability Action, Ability Help. Mana-Punkte werden bei jeder Anwendung von Zaubern oder Spezialtechniken verbraucht. Bei jedem Level-Up erhöht sich der Maximalwert. Die Magiesteine werden von einer mysteriösen Kraft beseelt, ohne die keine Hilfsabilities genutzt werden können. Bei jedem Level-Up erhöht sich die Anzahl der Steine. Die verbleibende Anzahl und die maximal tragbare Anzahl der Steine wird im Menü angezeigt. Ja. Den entsprechenden Magiestein kann man im Normalmodus unter der Menüoption Ability Anlegen ausrüsten. Bei Anlegen eines Magiesteins wird der Charakter mit der Hilfsability ausgerüstet und bei wiederholter Bestätigung die Hilfsability wieder abgelegt. Gleichzeitig ändert sich auch die Anzeige innerhalb des Menüs. Ability Name, Ability Name. Wie erlernt man diese Abilities? Im Prinzip erhält man die Abilities mit der jeweiligen Ausrüstung. Jede angelegte Rüstung weckt eine besondere Fähigkeit, die in einem Charakter schlummert. Steht also die angelegte Rüstung mit dem Charakter im Einklang, erhält dieser eine neue Ability. Ob der jeweilige Charakter die entsprechende Ability erlernen kann, ist unter dem Menüpunkt Anlegen feststellbar, indem man ihn mit dem entsprechenden Gegenstand ausrüstet. Die nicht erlernbaren Abilities werden alle in einer dunklen Schrift angezeigt. Erlernbare Abilities, alles klar. Nach Anlegen einer Rüstung kann die Ability sofort verwendet werden, nach Ablegen geht diese wieder verloren. Eine Ability kann man ebenfalls erlernen, indem man im Kampf genügend AP sammelt. Ihr seht's Bescheid. Unter der Menüoption Status kann mit der X-Taste eine Liste der entlernten Abilities aufgerufen werden. Die nötigen AP variieren je nach Ability. Wichtig ist also, Abilities zu wählen, die dem Charakter angemessen sind. Ja, das muss ich jetzt nicht wissen. Nur noch die Trance höchstens. Sich in Trance zu versetzen bedeutet im Kampf eine Mutation durchzumachen. In Trance-Zustand sprüht man nur so über vor Kraft. Meistens steigt die Angriffskraft des Charakters und oder er erhält eine neue Kommandos. Sogar sein Aussehen verändert sich radikal, also hier einige Details, was die Trance betrifft. Die Trance-Leiste füllt sich bei jedem erhaltenen Schadenspunkt. Angriffe innerhalb der Gruppe füllen die Trance-Leiste nicht. Verwendet man in den Zombie-Zustand, sinkt die Trance-Leiste wieder auf 0. Ist die Trance-Leiste gefüllt, erreicht man den Trance-Zustand. Erstens, Kampf wird beendet, in dem Moment sinkt die Trance-Leiste wieder auf 0. Zweitens, Trance-Leiste sinkt auf 0. Im Trance-Zustand verringert sich die Leiste mit jeder Handlung. Angriffe auf den Gegner werden alle von Hass und Zorn geleitet. Diese negative Energie in die eigene Kampfkraft zu verwandeln, ist die Trance. Deswegen ist es sinnlos, Mitglieder aus der eigenen Gruppe anzugreifen.
Gerüchten zufolge soll es auf diese Weise eine Ability geben, die es erleichtert, in den Trance-Zustand zu verfallen. Die Trance-Leiste kann sowohl im Kampf als auch im normalen Modus unter Status eingesehen werden. Und noch etwas. Nicht jeder kann den Trance-Zustand erreichen. Wie soll man sagen? Es können nur die Auserwählten in den Trance-Zustand verfallen. Ich habe davon ja selbst nur gehört, aber es noch nie gesehen. Und hiermit, Schäppchen, du weißt echt viel, Kupo. Danke, so ist es. Ah ja. Und in dem Sinne, bevor wir jetzt hier weitermachen, werden wir mal einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal.